nachdem wir als schießbütiger Rambo bezeichnet wurden, sind. Und dann in den Rücken gefallen ist der L. Naja, schauen wir mal. Vielleicht könnte es noch schlimmer werden. Ja, mal. Schauen wir mal in die Garage. Zum nächsten. Geht's dir gut? Nein. Tut dein Arm weh? Mach dir deswegen keinen Kopf. Du hast das Richtige getan. Ich war ziemlich verspult. Ich hätte dieses Arschloch erschossen. Er hat mir meine Kanone abgenommen. Meine Kanone, verdammt! Ich hätte dieses Arschloch erschossen. Naja. Diskussion in der Küche. Alistair hat mich gerade konfrontiert. Al und Nova haben nicht ein Wort gesagt, um mich zu verteidigen. Sie sind anständige Leute. Al und Nova meine ich, nicht dieser Drecksack. Aber ich glaube, sie haben inzwischen noch mehr Angst als ich. Und ich habe eine Heidenangst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Wir sind am Arsch. Das Ding kommt uns holen, wenn der Sturm seinen Höhepunkt erreicht. Und du glaubst, wir können nichts dagegen tun? Rein gar nichts. Ja. Was glaubst du, was das für ein Monster ist? Es ist der Drache. Wie in der Offenbarung des Johannes. Wie in der letzten Schlacht von Harmageddon. In meinen Träumen hat er immer Hunger. Und der Drache, er isst nicht wie wir. Je mehr er isst, desto größer wird sein Hunger. Und dann isst er die ganze Welt. Kämpfe gegen deine Furcht an, Tully. So schlimm ist die Lage nicht. Doch, ist sie schon. Aber das ist schon okay. Weil wenn ich sterbe, dann sitze ich mit dem Lamm im Garten. Paps hat das immer gesagt. Dann ist der Sack gestorben. Nova hatte auch Albträume. Ich habe gestern mit ihr gesprochen. Ich weiß, man sieht es ihr an. Und du auch, oder? Ja. Vielleicht ist sie doch nicht so kalt. Es ist wirklich ein Jammer. Ihr zwei, ihr wäret glücklich geworden. Ich verstehe nicht, warum Al sich auf Alistairs Seite geschlagen hat. Er versteht sich gut mit Bob. Deswegen will er Alistair wohl nicht vor den Kopf stoßen. Aber er ist ein guter Kerl, der Ölfuchs. Sie hat einen Artikel über das Ding da draußen, aber sie will ihn mir nicht geben. Hol ihn dir doch einfach. Dazu müsste ich in ihr Zimmer einbrechen. Hast du vor ihr etwa mehr Angst als vor dem Drachending, das uns alle umbringen will? Hast du einen Generalschlüssel? Ich habe ein paar Schlüsselrohlinge. Die Schlösser hier sind alt und schlecht. Vielleicht kannst du dir selber einen Generalschlüssel basteln. Normalerweise müssen wir jetzt, ja, haben wir einen Schlüsselrohling erhalten. Naja, da werden wir sie jetzt, wie bei Ein Fall für zwei, bei den diversen Kriminalfilmen, sie dann einen Generalschlüssel basteln. So, für viele, die meine Let's Plays verfolgt haben, müssten jetzt wissen, wie man diesen Schlüssel machen könnte. Naja, für diejenigen, die sich jetzt erst eingeblendet haben, es befindet sich in diesem Flur. Ja, auf der Beanwand. Und da habe ich gesagt, ganz am Anfang, der Schlüssel wäre
werden noch eine Bedeutung spielen. Dies und hier. Ja. Ja. Zunächst einmal. Wie soll ich das jetzt erklären? Man muss jetzt aus den Rolling, die sind hier, ja, einen Generalschlüssel machen. Ja. Das ist gar nicht so einfach jetzt. Ja. Gibt es einen blauen Schlüssel. Da gibt es einen roten Schlüssel. Und das soll eigentlich gelb sein. Aus diesen drei Schlüsseln muss man einen Generalschlüssel haben. Das heißt, Schlüssel blau, ja, hat 1, 2, 3 Zacken. 1, 2, 1, 2, 3, ja. Wichtig ist an der ganzen Zeug, sagen wir mal so, das erste und das zweite, ja. Das heißt, schauen wir uns das noch einmal an, in Ruhe. Das Lustige ist jetzt, man nimmt jetzt einmal den da, sieht überhaupt nichts. Okay. Es sei denn, ich habe da irgendwas wieder mal wieder was vergessen vorher. Ja, ist aber. Warte mal. Ich bin jetzt ganz beschuckelt. Kann ja nicht sein, oder? Ganz beschuckelt. Kann ja nicht ganz beschuckelt sein. Warte mal. Das heißt, du musst die Stellen erst suchen, die nicht angefressen sind. Das heißt, Stift 1 bis 4 und bis 6 bis 9. Das heißt, merke dir diese drei Schlüssel. Okay. Wenn der auffällt, zum Beispiel, das da ist eigentlich immer so ziemlich gleich. Also so, so und so. Das heißt, ich wasche euch Typ. Allzeug, Werkzeug. Das ist der Schlüssel. Ja. So, und jetzt wird's lustig. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, da sieht man eh unten. Ja, das meine ich mit Stift, so weiter und so fort. Das heißt, faktisch, ja, beim blauen Stift ist es Stift 5.
Tester. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, wie ich gesagt habe, dieser Bereich. Ja. Das ist übrigens bei alle 3. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Nicht schrecken, wenn da jetzt auf einmal so eine Leerposition ist. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Also da von immer von dem Ring beginnend. Da 1, aber wenn da leeres Feld ist, 2, 3, 4, 5. Das heißt, aha, da ist selbe. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Ja. Darum habe ich gesagt, schaut euch einmal diese drei Schlüssel an. Ich meine, jetzt natürlich von der Logik her, würde jetzt wenn sagen, hä? Wie ist jetzt auf das gekommen? Ja, es ist ein bisschen. Ja, das ist jetzt eben das, was ich meine mit die. Ich bin ein Adventure-Spieler und kein Jäger-Shooter-Spieler oder Jing-Bum-Spieler. Ein Jing-Bum-Spieler oder Jäger-Shooter, wenn man Metal Gear zum Beispiel gespielt hätte. Bei Metal Gear kann ich scheißen gehen. Also da. Oder bei Resident Evil, also das heißt, kann ich eigentlich nicht das Wasser reichen. Jetzt aber, bei den Adventure-Spielern, diese drei Schlüssel genau anschauen, und das ist wie eine Linie da, für mich. Seht ihr das? Das ist so wie eine Linie, das heißt, aha! 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Das ist wie eine Linie. Das sind identisch. Das heißt, 5 Stifte heruntergezählt. Ja. Aber wie kommt man jetzt zu dem? Ja, wie kommen wir jetzt zu dem Schlüssel? Das heißt, man legt das Allzweckwerkzeug an. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Das wäre faktisch dieser Bereich. Das heißt, das war falsch. Das war absolut falsch. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Man müsste jetzt so in etwa ausfressen. Man kann sich jetzt natürlich, da wird er sicher sagen, passt leider nicht. Okay, auf ein neues. Schließlich Fall sollte man sich einen neuen Rolling feiern. Falls man das da jetzt falsch gemacht hat, fragt man ja mal, ob er einen neuen Rolling hat. Ja, noch eine Schlüsselrolling. Ich brauche noch einen Schlüssel-Rohling. Hier. Also, wenn sie was verpfuschen tätet, also seht, ihr kennt's, ich hätte jetzt einen neuen Schlüssel-Rohling holen. Ja, das heißt, jetzt machen wir's richtig. Das heißt, 1, 2, 3, 4, Stift 5 frei, 6, 7, 8 und 9. Ja. Also wenn es wieder was vor, könnt ihr es wieder retour, könnt ihr es, müsst ihr euch ein bisschen, wie gesagt,
umeinander spielen. Möchte ich jetzt sagen. Und jetzt habt ihr so einen passenden Schlüssel. Glaube ich halt. Voila! Und wir sind in Novas Zimmer. Das schauen wir sich allerdings in einem anderen Let's Play an.